So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der DAX zeigt heute ein kleines bullisches Eigenleben und es war auch dringend nötig. Und dazu schauen wir gleich den Tageschart an. Nachdem wir hier gestern ein mustergültiges bearish Reversal hingelegt hat, konnte er heute mit einem kleinen Gap Up starten und so die Unterkante des Rainbows im Tageschart verteidigen. Und im Prinzip auf natürlich auf Tagesschlussbasis auch die 9100 Punkte Marke. Aktuell steht er bei 9280 Punkten und kommt jetzt recht nahe dem Zwischenziel bei 9320 bis 50 Punkten. Hier dürfte es dann eben entscheiden, ob der DAX eben weiter noch steigen kann bis ca. 9,6 oder ob er hier schon Probleme kriegt und die Abwärtsbewegung sich dann weiter fortsetzt. Aber was wirklich sehr wichtig war, war eben für den bullischen Verlauf, dass eben heute nicht diese Kerze bestätigt wurde. Sondern genau das Gegenteil ist passiert. Im Stundenchart konnte man hier sehen, wie er an der Wolkenoberkante entlang nach unten getanzt ist, hier leicht eingetaucht ist, dann aber hier auf Stundenbasis eben auch die Rainbow-Unterkante verteidigt wurde und eben heute mit einem Gap-Up eben ja startete. Aktuell läuft noch eine der drei Long-Positionen. Die wurde bei 9050 aufgenommen. Die wird noch gehalten bis es eben hier eine Entscheidung kommen könnte. Zu den Einzelwerten. Eine Bayer, wo es letzte Woche eigentlich wirklich sehr gut aussah, gefällt mir die Wochenkerze natürlich jetzt nicht. Das hätte jetzt hier wirklich dynamischer nach oben gehen können und sollen. Daimler steht wieder am EMA 200. Da habe ich auch noch eine Analyse auf Gottmode eben veröffentlicht, dass das wirklich eine astreine Umkehrkerze ist im Wochenchart. Gestern war ja dann sah es eher wieder mau aus, aber wie auch angesprochen, ist natürlich die Wochenkerze eben hier natürlich noch nicht zu Ende. Also hier kämpft er jetzt um die Marke. Angegeben, glaube ich, waren das 6,65 und anschließend eben 71 Euro als Kursziele. Und die 65 ist etwa ja mit der 9.350 wahrscheinlich zu vereinbaren. Die Allianz steht unter dem Monatswiderstand noch, aber wie man eben auch hier sieht, hier ist immer ein Tageschart, konnte eben die gestrige negative Kerze eben gekontert werden. Siemens steht eben weiterhin zwischen den beiden Monatswiderständen und eine SAP konnte heute die ehemalige Unterstützung, die als Widerstand dann fungiert hat, durchbrechen. Und hier sieht es jetzt gut aus, jedenfalls für weitere Kurszuwächse bis 69 bzw. eben zur Rainbow Oberkante etwa bei 70 Euro. Die BASF. Sieht man auch wieder, die Chemiewerte zeigen noch keine größere Reaktion. Das sind die Automobilwerte, die Zugpferde im DAX. Eine Telekom. Hier konnte sich die Wochenkerze natürlich jetzt auch aufhellen wieder. Und steht halt hier direkt
an der ehemaligen wichtigen Unterstützungszone, wenn die durchbrochen werden kann, sind sicherlich Anschlusskäufer dran, den Wert weiter nach oben zu treiben. Im Nasdaq gab es hier ja das Stop-Buy-Setup. Hier sind eben weitere Kurszuwächse eben möglich, bis 4130 rum, beziehungsweise eben maximal 4180 wäre hier mein Kursziel. Die Airbus-Aktie konnte heute auch die letzte Tageskerze kontern und steht hier deutlich im Plus. Der Einstieg fand bei 51 Euro statt. Die Morphosis-Aktie, dort ist eben das Chartbild weiterhin ein bisschen vage. Ein weiteres Tief könnte eben folgen und war auch geplant, um dann erst durchzustarten. Alternativ kann er eben direkt an die etwa die 45, 46 eben erreichen. Mal schauen, was dann eben der DAX macht, ob er eben die neuen 3,20 erreichen kann. Ich werde für die Long-Position im Tagesverlauf noch einen Stopp setzen, um eben die Gewinne zu sichern, nicht dass die komplett flöten gehen. Danke fürs Zuhören. Bis später.